Darling, I know, you know, I'm a bit tired or more. You want me to stay and stay far away for sure. Every morning, know all of my thoughts. Yet I'm tired and bored, I'm so tired. But grab me a child. Jahresrückblick 2018. Das Jahr nicht so aufwendig und ausführlich wie letztes Jahr. Aus diversen Gründen, vor allem die Zeit. Letzten Januar war ich hauptsächlich beschäftigt mit dem Rückblick-Video. Ich hatte ein paar Computerschwierigkeiten. Nebenzu waren auch noch die Filmtage in Solothurn. Im März war die Serientaufe von der Coffee & Cake. Dort durfte ich filmen. Mit ein paar Kameras habe ich das ganze Konzert gefilmt. Das wartet einfach immer noch darauf, dass ich es mal zusammenschneide. Im April habe ich wieder etwas weniges aufgenommen. Und zwar ein paar wenige Aufnahmen für ein Video, das ich geplant habe. Das Video braucht relativ viel Nachbearbeitung. Und ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen, das zu machen. Aber ich habe dafür ein bisschen mit einer 360-Grad-Kamera herumgespielt, wie ihr seht. Nicht nach der Ton auf. Warte mal schnell, aber gerade ist sie nicht. Sicher unbehalten. Ich kann nicht filmen starten. So. Das ist aber wankartig. Das ist aber blöd. Ich komme dann auch zurück zum Filmen. Im Mai war ich am Kurzfilmfestival in Oberhausen. Und das sogar akkreditiert. Und zwar als Kameramann vom Kurzfilm von Janik Spiess, der heisst «Die Tage». Der Film war dort nominiert im deutschen Wettbewerb. Und es war cool, mal ein bisschen Filmfestival zu schnuppern. Und ich hoffe, dass das nicht das letzte Festival wird sein, das ich hier aufgehe. In meiner Ferien im Juni bin ich auf einer Rundreise rund um Schottland herum. Etwas mehr als eine Woche. Dort habe ich ein paar Fotos gemacht. Ein paar wenige Videoaufnahmen, zum Beispiel auch mit der Drohne.
meine erste Hälfte von 2018 war vor allem geprägt von Pre-Production zu meinem neuen Kurzfilm, den ich plane. Exposé machen, drei Buch schreiben und so weiter. Anfangs haben wir geplant, den in Super 16 zu filmen. Darum haben wir auch ein paar Testaufnahmen gemacht. Dann hat es ein Casting gegeben, beziehungsweise mehr drei Buchprobe mit den Leuten, die wir gefunden haben oder können begeistern für das Projekt. Und seitdem sind wir eigentlich immer noch in der Pre-Production. Ich komme nicht so vorwärts, aus persönlichen Gründen vor allem. Und es hat auch noch so ein paar Schwierigkeiten gegeben, wie wir das im Sommer drehen zum Beispiel. Location ist immer das Thema. Und ich hoffe aber, dass wir das Jahr realisieren können und dass es auch etwas rauskommt, wenn ich mir das vorstelle. Im August ist ein guter Kollege von mir aus Brasilien auf Europa gekommen. Der Giuliano, den ich kennengelernt habe im Kurs, in der New York Film Academy. Wir haben uns getroffen in Barcelona. Wir sind zusammen auf Andorra ein paar Tage, wieder zurück auf Barcelona. Und er dann weiter ist auf Madrid und Portugal. Und ich wieder zurück bin in die Schweiz. Im November habe ich wieder an einem Film geschafft, für einmal. Das war ein Film von Yannick Spiess. Aber das Mal war ich nicht Kameramann, sondern der Darsteller. Das war eine spezielle Erfahrung, muss man so sagen. Und ich bin gespannt, ob der Film auch irgendwo wird ankommen wird, ob ein Festival wird angenommen werden oder nicht. Aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Wir haben 4 Tage gedreht. Es war drei nur mit 2 Personen, also nur der Janik und ich. Was mich so ein bisschen erinnert hat an die Anfänge von mir auch. Sketchen drehen und Kurzfilme drehen, nur der Michi und ich. Ich habe ein paar Drohnenaufnahmen gemacht für den Film. Es hat aber nur eine im Film geschafft selber. Aber da ein paar von denen, die es eben nicht geschafft haben. So wrong, so wrong, wrong, wrong. It's all in my soul. Alles in allem war ich nicht so produktiv gewesen. 2018 konnte ich zwar viele Stunden investieren in meinen Kurzfilm «Traumtänzer». Ich hoffe auch, dass der Film dieses Jahr fertig wird, dass ich ihn zeigen kann und dass er auch einigermaßen gut wird werden. Vielleicht melde ich mich auch nächstes Jahr wieder für den Rückblick 2019. Und dann vielleicht nicht erst im April. Merci fürs Zuschauen und tschüss.